Moin liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier geht's wieder mit World of Warship mal eine Runde weiter. Denn neben Dreadnought habe ich mir auch in World of Warship die Missouri gegönnt. War ein wenig schmerzhaft, muss ich sagen. Es ist auch schon ein bisschen her jetzt, ich glaube 2-3 Wochen. Ihr seht, hier sind auch schon Erfahrungspunkte drauf. Ich habe mir durch die Alabama hauptsächlich, also die Alabama hat den Löwenanteil getragen, habe ich mir die Erfahrungspunkte zusammengefarmt und habe mir dann jetzt die Missouri geholt. Ist schon ganz schön happig. 750.000 Erfahrungspunkte. Und als ich die dann hatte, war ich an überlegen, so, könntest du dir ja jetzt auch einfach mal so die Yamato gönnen und die Montana gleichzeitig? Ja, von den Credit Points wäre es auch gegangen, aber ich habe mir gesagt, so, nee, 10er Schiffe habe ich und wenn ich ein 10er Schlachtschiff fahren will, dann nehme ich meinen großen Kuhfürsten, aber irgendwie reizen mich Schlachtschiffe auf 10 nicht ganz so. Man kommt zwar ziemlich häufig hier auch mit dem 9er rein, aber bei der Missouri ist das so, die hat halt Sammelwert für mich, deswegen wollte ich sie eigentlich haben. Ich war auf der Missouri selbst nicht, weil ich war noch nicht auf Hawaii, die steht nämlich in Hawaii, sondern ich war auf dem Schwesterschiff der Iowa in San Francisco. Genauso wie auf der Alabama war ich auch und deswegen wollte ich sie einfach haben. Und nun habe ich sie und dann wollen wir nochmal schauen, was wir mit der anstellen können. Der Kapitän ist derselbe, Stevens egal, wie bei mir auch mit der Alabama, der switcht da die ganze Zeit hin und her. Und da gehen wir auch mal gleich rein und schon mal das Gefecht starten. Ich habe das Schiff bei mir ein bisschen eigenwillig geskillt, weil ich es auch mit der Alabama spiele und mir hat's, also der Kapitän, und mir macht's einfach Spaß. Es gibt bestimmt Skillungen, die machen irgendwie, sind besser geeignet, aber so wie ich die Schiffe spiele, komme ich ganz gut damit klar. Ich habe bei mir sehr viel in Sekundäre gesteckt, sehr viel in Flak. Und wenn der Kapitän soweit ist mit seinen 19 Punkten, wandert da auch noch was gegen Feuer. Da gibt es so ein Skill, ein Vierer-Skill, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und dann hat man da minus 10% Wahrscheinlichkeit auf Brände. Und den fand ich dann doch noch ganz interessant. Aber das kommt dann jetzt, wenn er dann irgendwann mal die Punkte voll hat. So, die Missouri, seit dem Wochenende, wo es dann mal wieder ein bisschen Boni auf das Umwandeln gab, sieht man sie auch wieder häufiger. Und vor allem seit Patch 6. also 0.6.6 ist das, glaube ich, ne? Denn sie wurde da ein bisschen gebufft. Ihre Kanonen nicht, war auch eigentlich nicht nötig, sondern ihre Anfälligkeit. Wenn man das explizit sagen will, wurde ihre Zitadelle, dieser ganze Bereich, um eine Zitadelle zu treffen, wurde tiefer gelegt, und zwar direkt auf Wasserhöhe. Und nun ist es nicht mehr ganz so einfach, eine breitseitig fahrende Iowa oder Missouri eine Zitadelle reinzudrücken. Ja, ich versuche eigentlich meistens die Missouri aggressiv zu spielen, denn wir haben Radar an Bord, sehr, sehr geil, allerdings nur auf knapp 10 Kilometer. Das heißt, man muss so oder so ein bisschen ran an den Speck und das mache ich meistens. Und deswegen sind die Runden, also ich habe immer Spaß mit der Missouri, aber es ist schwer, was aufzunehmen, weil die Runden können ganz schnell vorbei sein. Ja? Dann fährst du rein, hast dich verscherzt, zack, kommt eine Torpedosalve und ein paar Zitadellen, weil du schon viel zu dicht rangefahren bist und das war's denn. Ich habe jetzt einfach mal hier die Aufnahme gestartet. Ich weiß nicht, wie die Runde ausgehen wird, werden wir sehen. Ich werde mal nicht ganz so blindlings aggressiv spielen, sag ich mal, sondern mich ein bisschen mehr verhalten, um euch halt ein bisschen mehr was zeigen zu können. Ne? Schauen wir mal, wie die Runde wird. Ja, die Sekundärbewaffnung ist an sich nominell gesehen die gleiche wie auf der Alabama. Hat 10 dieser Türme hier, was sind das, 128 mm? 128, 127? Irgend so knapp unter 130 mm. Nur eben halt schießen sie hier auf der Missouri ein bisschen weiter. Und ich glaube, die haben jetzt eine Reichweite von irgendwas bei 8,5 km. Also sollte da irgendwie eine Bismarck oder sowas in die Nähe kommen, ja, dann... Na, ihr seht ja selber, wie schnell das Schiffchen ist. Das ist mit Fahne geupgradet, fast 35 Knoten. Diese kleine 2 Kilometer Distanz fährst du dann einfach auch nochmal ran an den Bismarck und dann gibst mit Sekundärfeuer auch zurück. Und
Ja, da brauchen die gar nicht glauben, dass die dann schon quasi den Sieg in der Tasche haben, nur weil sie diese 2 Kilometer weiter ihre Sekundäre spielen lassen können. So hier irgendwo cruisen Atago rum. Atago ist immer so ein dankbares One-Shot-Opfer. Wollen wir mal gucken, hier blindlings. Die zieht gerade nach oben die Atago. Die weicht komplett aus. Oder fährt sie weiter? Setzen wir mal auf die Atago mit ab. Ein bisschen nach oben gezielt. Ich hoffe, sie dreht noch weiter ein. Sonst wird die Salve nach hinten gehen. Oh, schauen wir mal. Weil die At ich weiß nicht wieso, aber Atago-Piloten sind immer. Hat schön die Gießkanne gemacht. Schön drumherum. Aber die Atago-Piloten sind meistens so von dem Kaliber. Die haben sich ein Achterschiff gekauft. Wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung. Haben halt immer gesehen, dass das total Roffelkopter ist, das Schiff. Es ist stark, gar keine Frage, ne? Aber irgendwie spielen die trotzdem. Es sind immer die Atago-Piloten, die ewig lange geradeaus durch die Gegend segeln und denen man dann einfach eine richtig dicke Zitadelle reindrücken kann. Es ist irgendwie so Klischee. Und deswegen hat sich das auch schon so ein bisschen bei mir so eingebrannt. Ah, na, Atago, der gibt's mal in die Seite. Ah, Entschuldigung, Mogami. Oh. Ah, shit, doch noch berührt. So, hier auf C scheint mal gar nichts los zu sein. Ich werde mal hier kurz Fahrt rausnehmen, falls hier ein Zerstörer rumgedübbelt ist. Der wird mich dann versuchen zu torpen. Das ist immer so dieses, mit Schlachtschiffen sollte man immer mal seine eigenen Kurse korrigieren. Ich habe jetzt hier einfach mal kurz Fahrt rausgenommen, hau jetzt wieder Fahrt rein, weil wäre jetzt hier irgendwo ein Zerstörer hinter der Insel, der hätte meinen Kurs gesehen und Torpedos rausgehauen. Und nun bin ich quasi ein Stückchen hinter meinem Kurs. Und dann würden die Torpedos hier vorne an mir vorbeilaufen. So, aber da nichts kommt, so, denke ich mal, ich bin hier wirklich alleine. Ich glaube, hier habe ich mich irgendwie verschätzt. Was macht die Iowa? Gucken wir mal. Ihr seht auch mal, wenn ich schieße, ziehe ich die Maus immer in eine Richtung. Es ist immer, wenn ich mir nicht sicher bin, was der vorhat, dann streue ich ein bisschen die Salve. Naja, da gab es die ersten 4450. Das ist schon eigentlich mal ganz netter Wert fürs grundsolide Einschlagen. Oh, da hinten hat sich was verfahren. Sehr schön, nehmen wir nochmal hier ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Versuchen wir hier gleich mal eine zweite Salve. Der versucht auch irgendwie gar nicht rückwärts zu fahren. So, dann kriegt er einfach weiter. Da gab es 13.000. Solange ich hier ein Opfer habe, was ich permanent beschießen kann, tue ich das auch. Das ist der AFK. Der brennt auch, der löscht nicht. Ich kann ihn von hier aus gut beschießen. Und das tue ich auch. Mich wundert es nur, ich bin die ganze Zeit offen. Wenn ich offen bin, durch die Iowa wahrscheinlich. Könnte jetzt aber auch sein, dass hier doch noch irgendwo ein Schiff ist. Na, ich fahre mal ein bisschen weiter hier zwischen den Inseln. Oh, na los. So ein einfaches Ziel. Nur treffen muss ich. Komm schon. Die Streuung der Geschütze ist eigentlich ganz akzeptabel. Sie liegt ein bisschen unter dem von Alabama. Aber das von Alabama, das Ding ist ja auch. Da passt 300 Meter Schiff zwischen. Ich glaube, es sind sogar 305 Meter Streuung. Das Schiff hier hat jetzt mit Skillung irgendwas bei 260. Irgendwo so den Dreh. Auf jeden Fall okay. So, da ich aber weiß, wo sie steht, werde ich da gleich trotzdem nochmal drauf absetzen. Den Happen will ich mir jetzt hier nicht entgehen lassen. Da haben wir sie. So, hinteres Geschütz einmal eindrehen. Jo, AFK-Spieler, ne? Es war jetzt hier keine Meisterleistung, den rauszunehmen. Aber einen geschenkten Gaul schaut man einfach nicht ins Maul, der muss weg. Oh, da hätte man ja jetzt mal ein bisschen mehr Schaden erwartet, ne? Solange er offen ist. 6 Sekunden ist er weg. Und dann drehe ich auch auf B ein und dann kriege ich den mal ein bisschen mehr zu sehen. Aber jetzt könnt ihr hier so ein bisschen die Präzision mal der Geschütze sehen. Also mal wumms gewaltig, mal gar nicht. Die kommt zum Beispiel sehr quer, das ist ganz gut, das wird es jetzt wahrscheinlich auch gewesen sein. Och, Leute. 273 Punkte, Kniegeschosse da. Einer noch, komm. Komm. Und er trifft dich. Lächerlich. Aber wenn ich hier schon mal gerade bin. Oh, naja, aber ich glaube, da werde ich nicht mehr zum Schießen kommen, oder? Was ist denn das hier heute? Ist ja nur geschenkt. Hoffe ich, treffe dich jetzt auch nicht. Oh, oh. Ist sie vor der Insel? Da
tatsächlich. So, jetzt können wir mal sehen, wofür ich die Sekundäre an Bord habe. Jetzt ist vorbei hiermit. Du wirst bestimmt torpedieren. Du brauchst dich gar nicht einnebeln. Ah, vielleicht doch zu langsam. Aber das werden, glaube ich, nur zwei Torpedos werden. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Komm schon. Weiter eingedreht. So, nochmal abgesetzt. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr schön. Sehr schön. Ja, hat mich jetzt zwar ein bisschen Schaden gekostet, aber nichtsdestotrotz gehen wir hier gleich mal weiter. Ich glaube, die Bismarck sollte auch schon Geschichte sein. Die Champatel, was auch immer, das französische Croissant-Ding da vorne, sollte auch gehacktes sein. Jetzt konnten wir wenigstens mal ein bisschen das Radar sehen. Ich hätte mich auch spitzer stellen können. Habe aber damit gerechnet, dass er eigentlich die Torpedos vorher raushaut. Das hat er gut gelöst. Er hat sie später rausgehauen. Dementsprechend konnte er dann gucken, wie weit ich eindrehe. Dann kam ich auch nicht mehr zurückgedreht. So, Iowa, du hast mich hier die ganze Zeit beschossen. Gib's jetzt mal ein bisschen zurück. Aber das ist eine Iowa. Da würde ich jetzt auch gar nicht mal hier alleine großartig versuchen, dich platt zu kriegen. Da heißt es dann spitz eindrehen. Und jetzt kommt nämlich die Stärke der amerikanischen Schiffe. Die können nämlich, wenn sie so spitz stehen, haben sie eine ziemlich schlanke Silhouette. Und da geht schwer was durch. Wenn du aber zu dicht dran bist, zum Beispiel eine Yamato oder was, die kommt frontal auch einfach durch und drückt dir eine Zitadelle rein. Also da muss man dann auch aufpassen. Ne? Aber so, die Iowa ist ziemlich schnell unterwegs. Vorhin sogar nach hinten. Zu kurz gehabt. Da ist eine North Carolina. Machen wir mal so einen Blindshot. Und was haben wir da? Die Bismarck. Ist das die Bismarck, die die ganze Zeit hier hoch und runter dümpelte? So, wollen wir nochmal hier gleich. Oh, da gab es die Zitadelle. In die North Carolina, so Bismarck. Wir haben hier noch eine Rechnung offen. Das packst du da. Ist okay. Warte mal noch 4 Sekunden. Kannst ruhig weiter da stehen. Ich glaube, das wird nichts. Ich habe nur einmal abgedrückt. Ich komme zu dir, Bismarck. Keine Sorge. Ich komme rum. Achso, aber da hinten. Steht denn da? Schön breitseitig. Obwohl, nehmen wir der Bismarck. Na, da müsste ich dann rumziehen, sonst stehe ich breitseitig zu ihr. Das heißt, ich ziehe mal hier vorher noch an der Insel spitz vorbei. Ja, jetzt hagelt es hier ein paar Zitadellen. Aber das ist wirklich gerade keine spielerische Kunst, muss ich zugeben. Es ist einfach nur die Dämlichkeit der. Da hätte man auch abstauben können. Der Gegner. Da kommt noch eine New Orleans. Die nehmen wir doch auch noch mit. Drehen wir mal hier spitz ein zu den ganzen Gewusel und wollen noch mal schauen, was wir hier so haben. Ja, New Orleans. Stell dich mal ein bisschen breiter hin. Das sollte wehtun. Mal gucken. Die Bismarck ist hier halt auch noch irgendwo. Wollen wir mal gucken. Ach, so ein Overpen. Ja, das ist halt immer der Nachteil, wenn man große Kaliber fährt. Dann hat man auch mal Overpen. Au. Sehr schön. Was kommt denn hier vorne wieder um die Ecke? In 8 Sekunden ist die erste durchgeladen. Und dann demnächst dann auch die zweite. Auf der Distanz sollten wir mal gucken. Das gibt Zitadelle hier. Wenn dann. Oder auch nicht. Komm schon. Ah, 4000. Lächerlich. Na gut, da hätte ich mal vielleicht oben auf die Aufbauten zielen sollen. Mal gucken. Jetzt rollt die Bismarck wieder nach vorne. Die macht hier Standgeschütz, mehr macht sie auch nicht. Aber die sind beide gleich aus meiner Schussfolge raus. Die Iowa könnte ich vielleicht nochmal ein abdrücken. Nochmal hochrepariert. Ja, dann warten wir hier mal. Da warten wir einfach mal, stellen uns ein bisschen querer, bis die hier wieder um die Ecke kommen. Weil jetzt sterben. Och nö. Ich sehe jetzt nicht gerade so gesund aus. Und freiwillig jetzt hier in den Tod jagen. Die sind am Drücker. Guckt euch mal die Punkte an. Wir haben die meisten Posten. So oder so müssen die sich bewegen.
können wir auch einfach mal kurz warten. Da ist die North Carolina, der ich vorhin da die Zitadelle reingedrückt habe. Die Bismarck, ja, die will jetzt hier vorbei. Da gebe ich jetzt mal Vollgas nach vorne, versuche mich gleich mal ein bisschen spitzer reinzudrehen. Ich hoffe, die guckt mich jetzt nicht an, weil die könnte mir jetzt ordentlich böse in die Seite drücken. Aber die hat nach vorne rausgeschossen. Und dann wollen wir sie doch mal... Ah, shit, die brennt. Oder? Nee, doch nicht. Aber jetzt ist sie eh weg. Ja. Wäre das jetzt... Würde sie nämlich brennen, wäre das ein Killstil so in dem Sinne. Und das finde ich dann... Dann lasse ich sie lieber durchbrennen. Dann soll derjenige, der sie angezündet hat, sie auch bekommen. Aber da war ich einfach schon zu voreilig mit Abdrücken. So, ich mache jetzt mal volle Fahrt. Hoffe, ich bin nachgeladen, bevor ich um die Insel rumkomme. Weil die kann... Oh, nee. Was macht sie? Was macht sie? Was macht sie? Gibt sie Vollgas? Weil dann warte ich hier nämlich auf sie. Was macht sie? Gibt sie immer noch Gas? Oh, oh, na, das ist ja Tago. Na gut, dann fahren wir doch auf der Seite an der Insel vorbei. Das tat der Atago weh. So. Schippen wir mal hier rum. Da rattert jetzt die Sekundäre los. Also bei 8,3, 8,4 irgendwo da in dem Bereich. Gucken wir, ob wir die Atago noch wegkriegen oder wenn wir noch rechtzeitig rumkommen. Oh, die Punkte. Irgendwas muss sterben jetzt. Dann haben wir die Punkte eh schon zusammen. Und da ist das Spiel zu Ende. Schade. Die Atago hätten wir auch gleich gekriegt. Aber ihr seht, die Atago stumpfsinnig wie so ein Bot. Einfach nur geradeaus weitergefahren, obwohl sie eine Zitadelle gefressen hat. Ich meine, jeder normale Kreuzerfahrer würde doch da einlenken, oder? Ich verstehe das nicht. Ja, wollen wir mal gucken. Ich habe es sogar auf ersten Platz geschafft. Ehrlich gesagt, unverdient diese Runde. Aber es war mal eine ganz ansehnliche Runde. Wir hatten Radar, wir hatten ein bisschen Genauigkeitsschießen und halt, was sie so ein bisschen einstecken konnte. Ja. Ganz nett gewesen. So, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Hab mal einen kleinen Eindruck von der Missouri gekriegt. Wie gesagt, ich habe sie sonst immer ein bisschen aggressiver gespielt, dann wäre ich hier wahrscheinlich auch schneller hops gegangen. Vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen. Bisschen passiver spielen, dann belohnt einen auch das Spiel mit ein paar Trotteln, die einfach nur dumm in der Gegend rumfahren. Bis zum nächsten Mal, sage ich dann mal ciao. Und ich glaube, das nächste Video wird mal wieder ein kleiner Zerstörer werden.